letzte Ticket. Gucken wir mal hingehen. Hallo liebe Patriots-Fans, wir sind heute mit einer riesen Truppe in Düsseldorf unterwegs. Sebastian, deine alten Heimat. Ja. Was machen wir denn bitte? Ich hoffe, ihr findet uns. Wir geben dann noch ein paar Tickets weg. Ja, ich glaube, gerade auch in Düsseldorf gibt es wirklich viele Patriots-Fans. Sebastian ist natürlich aus Düsseldorf und für einen regnerischen Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, war relativ viel los. Halt eben einfach nur eine Freude, das mal zu sehen, mal live dabei zu sein und halt eben auch dieses, ihn hier zu treffen, Pat, den man ja sonst nie sieht. Ich musste alles geben, alles geben. Ich musste mit dem Lokalmatadoren gerade Armdrücken machen und habe wirklich nur hauchdünn gewonnen, hauchdünn. Aber das war echt ein harter Kampf. Lecker Kaffee eigentlich, oder? Ja, lecker gebrannte Mandeln. Also der Erste, der sich eine gebrannte Mandel schnappt, bekommt ein Ticket. Die haben gefragt, ob irgendeiner irgendein Talent hat. Und ich habe erst gesagt, okay, lass uns Liegestützen machen. Und dann, da waren sie nicht so begeistert. Ich einfach noch einen draufgesetzt, habe gesagt, komm, ich laufe hier schier nackig durch die Altstadt. Und ja, da ist der Markus Kuhn dann drauf eingesprungen und hat gesagt, ja, okay, dann mach, dann zeig. Und schon war die Hose unten, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Dann habe ich es gemacht und bin hier ja gerade einmal im Boxershort hier hinten einmal ums Karree gelaufen mit dem Maskottchen der Patriots und habe dafür ein Ticket gewonnen und bin jetzt morgen dabei mit auf dem Board. Ich war schon seit Jahren dabei, seit zig Jahren mit Game Pass, allem drum und dran. Und ja, ich wollte unbedingt da sein. Ich habe es geschafft. Ich bin einfach nur froh.